Unbeschreibbar. Also es ist schon ein richtig krasses Gefühl, schon richtig geil. Also wenn du echt irgendwie einen Trick, den du schon so lange versuchst, oder auf einmal du bist, der klappt ja, du bist so, oh, was, hä, was habe ich denn anders gemacht? Oder das ist richtig geil. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich nicht skaten würde. Und ich konnte da wirklich viel mit Sachen ab oder einfach vergessen und die einfach hinter mir ein bisschen lassen. Und das war einfach so ein Moment, wo ich nur mit mir selber bin, nur mit meinem Board und niemand anderes, wo ich einfach meine Zeit für mich selber habe. So. Marvin Joshua Sauer ist mein Name. Ich skate seit knapp 9 Jahren jetzt. Ich bin zum Skaten gekommen, damals durch einen Freund von meiner Mutter, einen Ex-Freund von meiner Mutter, der ist geskatet. Und da habe ich von dem mal das Board ausgeliehen, habe da so die ersten Male so angefangen und getestet. Da habe ich dann auch richtig angefangen, so richtig viel zu skaten und wo dann auch, sage ich mal, ich dann immer mehr Lust habe und dann immer einfach gekommen ist, dass ich ohne nicht mehr konnte. Und dann eigentlich echt jeden Tag skaten wollte so, oder so viel. Es ging eigentlich immer, wenn ich raus bin, bin ich skaten gegangen. So. Erstmal machst du halt das Grip Tape, das schwarze Schmirgelpapier auf seinem Board drauf. Dann mache ich immer Löcher, wo die Muttern rein oder die Schrauben reinkommen. Die Schrauben rein, dann die Achsen, die dran schraubt und dann kannst du halt mit der, nimmst du die Rolle und die Kugel lagert. Mache ich immer eine auf die Achse erst oben drauf und dann drücke ich die runter und drückst du die richtig halt in die Rolle rein, damit die fest drin ist. Und ja, und dann schraube ich einfach alles zusammen und dann ist das Ding schon fertig. Mein Skateboard bedeutet mir eigentlich so ziemlich alles. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich nicht skaten würde. Ich würde es gegen nichts der Welt eintauschen. Das ist halt mein kleines Baby. Und wenn es nicht da ist, dann weiß ich nicht, was ich mit mir anfangen soll. So. Stuttgart ist für mich, es ist eine legendäre Skatestadt für mich. Es gibt so viele krasse, legendäre Skater aus Stuttgart. Es ist halt eine richtige Community. Wenn du da drin bist, dann merkst du das erst und das ist halt eine ganz eigene Welt einfach so. Auch so bei Turnieren zum Beispiel ist es ganz anders wie ein Fußballspiel oder irgendwas, weil auch wenn du gegeneinander fährst, so gesehen, freust du dich trotzdem für jeden, wenn der irgendeinen geilen oder einen krassen Trick macht. Es ist einfach mehr Miteinander und nicht so ein krasses Gegeneinander. Ja, ich weiß nicht, warum das beim Skaten so ist, aber es verbindet einfach extrem. Das finde ich, habe ich immer gesehen, ganz anders irgendwie wie bei anderen Sportarten. Ich weiß nicht, da jeder hat da so einen Platz und jeder kann da das Geile am Skaten, dass jeder skaten kann, wie er will. Ich meine, das Ding ist aber beim Skaten, du musst halt immer über deinen eigenen Schatten auch springen. Das ist so, Skaten hat auch so viel mit deinem Kopf zu tun, dass du dich traust, okay, ich denke jetzt einfach nicht so viel nach, ich mache jetzt einfach. Und das merke ich auch selber bei mir auch immer noch. Wenn ich zu viel nachdenke, wie mache ich den Trick jetzt, okay, ich poppe jetzt so und so, ich flippe hier, ziehe den Fuß hier so raus, dann ist es meistens, klappt es nicht so schnell, wie wenn ich es einfach mache. Aber oft ist so, manche Tricks, die hast du, deine Muskeln speichern Bewegungen ja ab und irgendwann, das hast du einfach im Gefühl und eigentlich kannst du das auch. Und das ist auch so, wenn du einen Trick, sage ich mal, irgendwo runter machst, der kommt eigentlich, sage ich mal, zu 60-70% kommt der eigentlich immer. Du musst es einfach nur zulassen, das einfach nur passieren lassen und nicht immer die Angst haben, was könnte passieren. Und das ist halt auch immer gut, wenn man im jungen Alter anfängt, weil da denkst du noch weniger nach. Deswegen einfach nicht nachdenken, Kopf ausschalten. Ich werde so lange skaten, bis ich das irgendwann körperlich nicht mehr machen kann, das weiß ich ganz genau. Ich mache das einfach auch, weil es mir einfach Spaß macht. Das ist einfach, weil ich es liebe. Und mich hat das halt ziemlich halt in meinem privaten Leben, konnte ich da mit vielen Sachen abschließend familiäre Probleme, schulische Probleme vor allen Dingen auch, die einfach mir, wo ich ja den Kopf immer voll hatte und es mich sehr stark belastet hat, viele Jahre lang und auch mit einer Zeit irgendwie, wo ich jünger war, mit irgendwie auch einer Art von Mobbing oder irgendwie solchen Sachen, das einfach für mich immer einfach, ich Sachen auch vergessen konnte und es einfach so ein bisschen frei von allem da irgendwie geworden bin.
Ja, Alter, du lebst halt irgendwie einfach dein Leben und du bist halt, du beschäftigst dich nicht so mit so vielen anderen Problemen. Du bist halt einfach, du bist, mir muss einfach am wichtigsten du selber sein und wirklich einfach nur leben, frei sein. Schnapp dir ein Board und dann erstmal easy life, Alter. Das ist erstmal wirklich ein easy und entspanntes Leben, auf jeden Fall, ey.